Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lanz TV und unser SK Sturm hat leider Gottes mit 0:2 soeben gegen die Wiener Austria verloren zum Auftakt der 29. Runde in der Tipico Bundesliga. Und ja, unsere Blackies gerade die ersten 20 Minuten, speziell in der ersten Halbzeit, komplett verpennt. Also man ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen und ja, hat dementsprechend auch die Rechnung präsentiert bekommen. Sturm in der ersten Minute mit einer Chance durch Husbeck, der trifft das Außennetz, danach aber das 0:1 in Minute 5 für die Violetten. Raphael Holzhauser ist es, der nach einem Abpraller die Flanke nochmal reinbekommt und eben mit dem Kopf dann das 1:0 erzielt für die Wiener. Dass eben die Führung Sturm in der Folge dann sehr verunsichert, hat eine gute Möglichkeit durch Edo Monsch in Minute 25 herum, der wirklich alleine vor dem Tor dann der Wiener leider den Ball daneben haut. Die Austria im Endeffekt dann giftiger, hat auch nicht wirklich die ganz großen Möglichkeiten, aber verwertet sie. Ihr merkt schon, meine Stimme ist so ein bisschen am Siedepunkt schon, aber ich glaube, wir schaffen das trotzdem. Also im Endeffekt trifft dann die Austria auch ein zweites Mal. Wieder ist es Raphael Holzhauser, ein Freistoß aus eigentlich unmöglicher Position, den direkt zu verwandeln, aber der geht irgendwie ins Tor. Natürlich auf die Kappe von Jörg Siebenhandel geht der Treffer. Und ja, das ist eben dann auch das 0:2. Genau damit geht es auch in die Kabine. Sturm im zweiten Durchgang, nachdem Hierländer und auch Jansch ins Spiel gekommen waren, etwas besser. Und ja, man versucht es dann wirklich mit einer Handvoll Torschuss nochmal ranzukommen. Edo Monsch mit einer Riesenmöglichkeit gleich nach der Pause. Auch Hierländer mit einem Schuss, der etwas ungefährlich, dann eben auch nach einer Ecke Spendenhofer und. Also ich kann gar nicht alles aufzählen. Sturm wirklich bemühter, viele Chancen über Standards, aber im Endeffekt bringt man den Ball einfach nicht ins Tor. Die Wiener Austria ihrerseits dann auch eine Riesenchance, den Ball ins Tor zu bringen. Schafft dies aber dann auch nicht. Ich glaube, es war Mondschein, bin mir nicht mal ganz da sicher. Auf jeden Fall kam Siebenhandel aus dem Tor raus und der Ball eben dann am leeren Tor. Nicht ganz vorbei, aber eben auch nicht rein. Aber im Endeffekt, ja, Sturm eben weiter am Drücken. Man hat es probiert. Man hat auch ein bisschen gemerkt am Ende, dass die Luft draußen war. Die Konzentration hat man versucht hochzuhalten. Aber im Endeffekt hat es dann halt nicht gereicht. Und Sturm, so muss man sagen, eben auch selber schuld und eben 0:2 verloren. So, jetzt aber eben zu meinen heutigen Gästen. Zum einen den Aaron, zum anderen den Freshen D, mein Freund, den Daniel. Und ich würde sagen, Aaron, wir fangen mit dir an. Was sagst du zum Spiel? Wie hast du die Partie heute gesehen? Ja, ich sagen. Die erste Halbzeit war echt schwach, zweikampfmäßig. Die Austria hat einfach ein paar bissiger. Muss ich sagen, ja, schwer zu sagen jetzt vor der Kamera, gell? Aber ich habe das Spiel einfach sehr schlecht empfunden. Ja. War das schlechteste Spiel für die Heuer, was wir da noch geliefert haben. Ja. Von Schreiner zum Beispiel ist defensiv sehr schwach. Offensiv macht auf der linken Flügel gar nichts. Jetzt haben wir auf der zweiten Halbzeit gesehen, wie jeder in der gekommen ist. Dass oft mehr offensiv gegangen ist auf der linken Seite. Dass wir mehr Chancen kriegen können, dass wir mehr Druck auf die Flügel setzen haben können. Ja, der Lahr zum Beispiel war extrem schwach. Ist ja schon wochenlang auf einem schwachen Level. Ah ja, allein auch mit einer großen Chance am Schluss. Große Chance mit Schluss, aber es geht allgemein vom Zweikampf. Also, wenn ich ihn alle anschaue, das ist wie ein Mädchen. Das ist leider so. Ich meine, im Fußball gehört der Zweikampf dazu. Weil der Lad, der kriegt sich ja vom Zweikampf. Ich meine, wenn ich ausschaue, dann haben dann Jaco, sie war nicht so beste Spieler, aber der hat sich wenigstens ein, verstehst du? Aber wenn ich, oder Adam Wonschi, sie hat da zwei super Chancen gehabt. Aber ja, im Endeffekt, die waren nicht drin, aber mir tut am meisten weh einfach, das ganze Spiel einfach, sie kamen immer, nur wenn wir Zweiter sind und wir spielen daheim, das geht irgendwie. Und ich kann jetzt Gott sei Dank bin ich schon runtergekommen, weil sonst sage ich was ganz Falsches. Und ja, aber ich bin auch auf Frechheit, sage ich mal so, wenn wir in unserem Job so arbeiten, mit dem Fußball spielen heute, hast du die Kündigung. Yep. Weil, wenn ich ausschaue, sie wollen alle einen Haufen Geld verdienen, verstehst du? Wir stehen intern, schauen sie jedes Match an. Finde ich, die von auswärts sind mit, sicher nicht jetzt auf Alter oder so, aber sie mit Top-Spiel immer Mitarbeiter haben sowieso. Und dann laufen sie nicht einmal. Verstehst du? Die Austria einfach, man hat gesehen, die waren heute auch schwach. Und schaust, die Austria hat nicht mehr Chance gebraucht eigentlich. Aus zwei Standards und aus zwei Völler von uns und das Tor geschossen. Und wir waren einfach nicht fähig, dass wir das verteidigen. Wie der Dario Maris ist zum Beispiel. Ich will ihn jetzt kritisieren, er hat halt einen Problem gemacht, aber es war ein sehr dummes Foul. Der Stürmer zum Beispiel bewegt sich aus dem 16er, was muss ich denn dort faulen? Der Ball war wieder Richtung Mittelfeld gegangen, da macht er dummes Foul und nichts zweiten. 20 Minuten,
da, dass die sieben haben, das auch nicht wissen. Es war, finde ich, ein dummer Fall. Aber gut, jetzt wird das in das Spiel, was ich noch beim sieben hatte, noch kritisieren muss, ist, er ist zwar ab und zu eine Top-Leistung, aber mit seinen Ausschüssen müssen sie auch was hinkriegen. Gerade so in der Anfangsphase. Ja, das ist sehr schlimm einfach. Weil, wenn ich denke, das ist ein Profifußballer und der bringt vor 10 Abstößen nicht an zum eigenen Spieler. Und das ist nicht das erste Mal, das ist fast bei jedem zweiten Spiel daheim. Eckbälle zum Beispiel, Standards nochmal angesprochen, sind wir auch extrem schwach. Wir haben 15 Ecken zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel mal gehabt haben. Sagen wir 8, nein, ich weiß nicht, das sind wir. Wir bringen nicht an, wir bringen nicht an ins Tor. Wir sind einfach schwach. Entweder kommt man zu lang, zu kurz, verstehst du? Also wie letzte Woche gegen St. Pölten, den Sieg brauchen wir nicht unterbewerten. Weil gegen St. Pölten muss gewinnen, die haben Maximum zweite Liga nicht. Und wenn es gegen die jetzt 25 gewinnst und 10 Bullen sind, sind die Holztaster, dann ist es scheint leicht. Aber was meinst du, was muss denn besser werden, dass man vielleicht das Level wirklich noch erhöhen kann im Endeffekt? Also, dass was man ich wirklich super vielleicht zum Beispiel, dass sie Trainer gewechselt haben, nichts gegen Franco Foda, gell? Aber ich finde Heiko, das ist ein super Trainer. Sicher ist mir was zu Hause, wenn man heute mal wieder gesehen, was der Franco Foda nie gemacht hat. Zum Beispiel, dass man so offensiv am Schluss. Franco Foda tut immer eins gegen eins tauschen. Und Heiko Vogel traut sich alles zu. Das Einzige, was mir nicht taugt, Heiko Vogel, gell, wenn du das siehst, Thomas Schrammel zum Beispiel, ist für mich einfach, hat in Sturm Graz gerade nichts verloren, nicht spielerisch, nicht kämpferisch, steht weit weg vom Mann. Ja, offensiv ist er sowieso nie beteiligt, bin ich auch schon Hierländer, hat das super gemacht, zweite Halbzeit sicher, hat nicht zum Torerfolg geführt, aber wenigstens ein paar Offensivchancen gehabt, er stoppt sich, war linke Seite tot, der Röcher hat sich bemüht, wie immer, aber was soll er, wenn Knochen kommt? Und ja, der Daniel Lamus war einmal was da, weil von seinem Pölten sind die zwei Tore, braucht er nicht leiden. Also, ich finde, in der Mannschaft sich ein Kämpfer die Superleistung, leider da schießen, das hat nicht. Ja, das ist meine Meinung dazu. Muss man weitermachen, ne? Genau. Ja. Dani, was sagst du so zur Krise insgesamt? Also, in erster Linie hätte man sich hier immer die Gefühle der Fans. Wir waren hundertprozentig da. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Mannschaft, sie wollten das Spiel gewinnen, aber der letzte Nachdruck und der letzte Helfer war nicht vorhanden. Ja. Ich weiß nicht, ob das Unvermögen ist oder irgendwie wenig Selbstvertrauen. Wir haben einfach, ich würde sagen, 60 Minuten nichts gesehen, kaum und sicher und nichts. Sicher waren zwischendurch einzelne Aktionen, was gut waren, aber im Endeffekt bin ich übergreifend eigentlich eher als Fan enttäuscht, das heute so mitzuerleben. Zu müssen und hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht in der Loch reinfallen, das was wir als Sturmfan eigentlich so kennen und was wir nicht wieder erleben wollen. Wir kehren einfach an die Spitze und das habe ich heute nicht gesehen. Ja. Also das ist meine Meinung zu dem Spiel. Die Schiedsrichterleistung ist natürlich eine andere Sache. Ja. Manche waren zufrieden, manche waren unzufrieden. Aber ich glaube, das ist normal beim Fußball, dass nicht alle einer Meinung sind. Mir persönlich, Sturm hat gekämpft, aber wir haben es nicht umgesetzt. Deswegen haben wir 2-0. Aber zumindest noch der zweite Halbzeit in Wien, finde ich, halt gesehen. Ne? Also das, wenn man was Positives schon hernehmen würde, die Chancenverwertung natürlich eine Katastrophe. Okay? Also bei so vielen Ecken, dass man kein Tor rausschaut, ist ja eigentlich schon fast die größere Kunst. Ja, aber das ist dann die Frage, ob man nicht die Standardsituationen nochmal eventuell eingespielt hat. So, also die Speicherkarte hat leider jetzt auch ihren Geist aufgegeben, also von dem her beenden wir das Video im Endeffekt jetzt dann. Ich glaube, die Meinungen sind insgesamt relativ einheitlich, die Leistung heute ja nicht gerade die berauschendste, zweite Halbzeit zumindest hat man es probiert und jetzt würde ich sagen, beenden wir damit auch das Video und hoffen eben auf baldige Besserung, dass unsere Jungs in der nächsten Woche spätestens wieder in die Spur finden. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias auf die Schwarzen und bis dann.